Ja, Leute, ich bin das Wetter, wie ihr seht, habe ich hier einen Laptop vor mir. Und zwar machen wir jetzt da mal auf. Das ist so ein Vaio-Laptop. Jetzt tun wir als erstes mal hier alle Schrauben raus tun. Und hier haben wir dann auch noch unter dieser Abdeckung, haben wir auch noch hier eine. Und hier, die machen wir dann auch noch weg. Und natürlich hier noch die zwei. Und unter der Abdeckung haben wir dann auch noch eine. Die Festplatte rausnehmen, das geht ganz einfach. So. Unter dem Akku haben wir auch noch drei Schrüble, die müssen wir auch noch entfernen. Wenn wir die vier Schrüble oder die fünf weg noch haben, kann man schön das Laufwerk rausnehmen. Und wenn wir jetzt überall alles rausgenommen haben, kann man das lüpfen. Und wie ihr seht, kann man schön an Komponenten dran. So, da haben wir die RAMs, da haben wir den Prozessor, da haben wir die Grafikkarte und da haben wir den Lüfter und da haben wir noch den Chipsatz unten drunter. Jetzt fangen wir als erstes mal an, dass man hier die drei Schrauben löst. Wenn man das gemacht hat, kann man schön die Abdeckung hier wegnehmen. Und wie ihr seht, kommt man jetzt schön dran. Jetzt haben wir hier vier Schrauben. Wenn man das gemacht hat, dann kann man schön den Lüfter wegnehmen. So, jetzt kommt man hier an den Prozessor an. Jetzt kann man das schön wegtun. Und zwar tut man hier oben. Und jetzt kann man da schön raus tun. Und den neuen rein machen. So, wie das hier aussieht, muss ich unbedingt mal die Wärmeleitpaste erneuern. Das mache ich jetzt mal schnell. So, jetzt kommt noch Wärmeleitpaste drauf. So, jetzt kommt wieder die Kühlung drauf. So, wenn man das gemacht hat, kommt die andere Abdeckung noch drauf. So, und jetzt schrauben wir die noch an. So, wenn wir das gemacht haben, kommt der Deckel wieder drauf. So. Und jetzt kann man wieder alles schön verschrauben. So, wenn ich das gemacht habe, kann ich den umkehren und anstellen.